Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall. Ich bin ein unabhängiger Finanzjournalist, der irgendwo im Ruhrgebiet sitzt. Und mein heutiger Gesprächspartner sitzt dafür im sonnigen Madrid. Hallo Herr Bagus. Ja, guten Tag Herr Schall. Schönen Gruß aus Madrid. Heute dreht es sich hier um die Frage der Größe und ob groß und größer immerzu besser ist oder stellt in manchen Fällen klein nicht doch mehr dar. Das ergibt sich aus einem Buch, was Herr Bagus geschrieben hat, zusammen mit Andreas Marquardt im Finanzbuchverlag dieser Tage erschienen. Und es trägt den Titel »Wir schaffen das alleine, warum kleine Staaten einfach besser sind«. Dann frage ich Sie doch gleich, warum sind denn kleine Staaten einfach besser? Ja, das Hauptargument ist, dass es dann auch Wettbewerb zwischen den Staaten gibt. Und je mehr kleine Staaten es gibt, desto mehr andere Optionen gibt es, um auszuweichen. Und desto näher liegen auch die nächsten Grenzen. Bei einem Riesenstaat, dann sind die Grenzen ziemlich weit weg und dann sind die Kosten eben hoch, bei hohen Steuern oder bei hohen Regulierungen dann dort auszuwandern oder zu entkommen. Und das ist dann gerade der Wettbewerb, der dazu führt, dass die Steuern sinken, dass es weniger Regulierungen gibt. Warum? Weil bei hohen Steuern, bei einem tyrannischen Staat, die Leute dann einfach auswandern. Und wenn das kleine Staaten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Nachbarstaat eben kulturell sehr ähnlich ist. Ein schönes Beispiel war die DDR. Der Nachbarstaat Westdeutschland war kulturell sehr ähnlich. Das heißt, die Kosten, da auszuwandern, waren relativ gering. Und die DDR war sehr totalitär und die hätte sich auch entleert. Hätten sie nicht die Mauer gebaut. Den antifaschistischen Schutzwall. Genau. Ja gut, das ist ja jetzt Vergangenheit. Die DDR wurde dann aber auch, könnte man sagen, geschluckt von Westdeutschland. Deutschland wird mehr oder weniger dann aufgehen in einer EU, in einem supranationalen Gebilde. Da stellen Sie sich quer aktuell. Wird man Ihnen dann eventuell den Vorwurf machen, Sie seien uneuropäisch, nur weil Sie sagen, die EU ist uneuropäisch? Ja, möglicherweise. Das sind ja immer die EU-Fans, die Brüssel-Fans. Jeder, der gegen die weitere Zentralisierung ist, der wird dann als uneuropäisch abgestempelt. Das macht man sich dann natürlich nicht einfach. Aber wenn man in die Geschichte schaut, dann ist das vollkommen falsch, weil Europa immer zwar kulturell eine Einheit war mit Christentum und Erbe der Antike und auch Lingua Latina, Latein, man war kulturell eine Einheit, aber politisch war man fragmentiert. Es gab da einen Wettbewerb zwischen hunderten verschiedenen Staaten. Die Riesenreiche, niemand hat es geschafft, ein Riesenreich in Europa dauerhaft durchzusetzen. Weder Karl der Große, noch Karl der Fünfte, noch Napoleon, Hitler, Stalin, alle sind gescheitert. Jetzt versucht man es mit der EU, aber wie gesagt, es ist nicht europäisch. Die Riesenreiche, die waren in Asien, die waren in China, die waren in Indien, Mogulreich, Osmanisches Reich. Ja. Das heißt, die mehr EU wollen, die wollen eigentlich mehr Asien, aber das geben sie nicht zu. Sie sagen nicht, wir wollen mehr Asien, sie sagen, wir wollen mehr Europa. Das ist aber vollkommen falsch. Mehr EU bedeutet weniger Europa und mehr Europa bedeutet weniger EU. Ja, aber es wird ja auch als Friedensprojekt verkauft. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg man sich sagte, mit den Nationalstaaten, den vielen kleinen, ja, da hat man halt dann auch immer wieder diese Kriege. Und um die zu überwinden, bräuchte es dann eine europäische Einigung. Da sagen Sie, nö. Ja, man braucht keinen Riesenstaat. Ne? Wir hatten ja vor Maastricht, es war mehr eine lose, ja, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die würde ich jetzt nicht so kritisieren wie die EU und nicht so kritisieren wie das Projekt, das da auf einen gemeinsamen Riesenstaat hinausläuft. Das heißt, Freihandel ist gut. Freihandel führt zu Frieden, das stimmt. Aber dass man dann da weitergeht und die unabhängigen Staaten hören auf zu existieren und gehen in einen Riesenstaat aus, das ist dann eine ganz andere Frage. Das heißt,
wir haben ja Frieden gehabt ohne einen EU-Superstaat nach dem Zweiten Weltkrieg bis Maastricht auch. Und man darf auch nicht vergessen, ne, die atomare Abschreckung, die da auch bestand und das heißt, die auch natürlich dazu geführt hat, dass es keine Kriege gegeben hat. Ja, Sie stellen in den Mittelpunkt Ihres Buches den handelnden Menschen. Warum tun Sie das und wer ist denn das, der handelnde Mensch? Ja, in der Ökonomie gehen wir eben vom handelnden Menschen aus. Das ist ja jeder von uns. Jeder von uns hat seine eigenen Ziele, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Präferenzen. Jeder hat seine eigenen Mittel, die er dazu glaubt, einsetzen zu können. Und das ist eben der Ansatz, aus dem man versucht, in der Ökonomie die ökonomischen Gesetze zu erklären. Und der gegensätzliche Ansatz ist zu sagen, ja, man hat so einen holistischen Ansatz, in dem ganze Gesellschaften oder Nationen handeln. Und da geht der einzelne Mensch dann eben unter und wird vergessen. Und seine Interessen werden vergessen und auf einmal steht das Volkswohl oder europäische Wohl im Vordergrund. Und die Interessen des Einzelnen bleiben auf der Strecke. Heißt das dann zum Beispiel auch, dass solche sogenannte Freihandelsabkommen, ob die jetzt ratifiziert werden oder nur geplant sind, auch über die Interessen des einzelnen handelnden Menschen, also damit nichts zu tun haben und eventuell verhindern, dass er in der einen oder anderen Weise überhaupt handeln kann? Ja, ja, auf jeden Fall, denn da kommen ja auch viele Regulierungen da, sind ja da impliziert dabei. Und das heißt, ja, man harmonisiert die Regulierung in diesen sogenannten Freihandelsabkommen und zwar auf ein Niveau, das nicht so eindeutig ist und das auch weniger Freiheit bedeuten kann. Ne? Für Freihandel, da braucht man keinen 1000-seitigen Vertrag, den auch niemand einsehen darf bei den Verhandlungen, sondern für Freihandel braucht man einfach nur zwei Sätze. Alles, was ausgeführt werden soll, darf ausgeführt werden und alles, was eingeführt werden soll, darf eingeführt werden. Fertig. Mehr braucht man nicht. Und dann braucht man nicht jahrelang darüber zu verhandeln und mit irgendwelchen Lobbys zusammenzuarbeiten, die irgendwelche Regulierungen da reinhaben wollen. Das braucht man einfach. Das braucht man nicht. Ja, und Sie gehen davon aus, der handelnde Mensch ist eigentlich da richtig zu Hause, wo es runtergebrochen wird auf Gemeinde. Also kleine Einheiten, Regionen. Und das wäre auch der Gegenentwurf zu dem Großstaat. Ja, bei den kleinen Einheiten, da ist einfach einige Sachen viel, viel besser. Die Kontrolle ist viel besser. Ich weiß nicht, es gibt so ein Fußballlied, das geht so, Siri, wir wissen, wo dein Auto steht. Warum rufen die Zuschauer dem Schiedsrichter das zu? Ja, die sagen ja, hey, wir wissen, wo dein Auto steht. Und bei der Gemeinde, da wissen die Leute eben, wo der Bürgermeister wohnt, wo sein Auto steht. Die wollen halt dem Schiri sagen, hey, wenn du das Spiel verfallst, wenn du bestechlich bist, dann gehen wir zu deinem Auto. Und die können halt in der Gemeinde, die können beim Bürgermeister klingeln, die können ihn zur Rede stellen, wenn er korrupt ist. Die können die Kinder werden in der Schule gehänselt, er wird zum Sozialaussätzigen. Aber in Brüssel, ja, wenn da Korruption ist, ja, wir kriegen das ja gar nicht mit, was da gespielt wird. Das heißt, die Zuschauer, die sehen gar nicht das Spiel und können gar nicht beurteilen, ob der Schiri fair ist, ob es da Korruption gibt. Und selbst wenn es rauskommt, ja, wen stellen wir da zur Rede von den 751 Abgeordneten, in welcher Sprache? In das EU-Parlament, da kommt man ja auch gar nicht, kommt man gar nicht rein. Wer setzt sich denn dann in den Zug, um die zur Rede zu stellen? Also da kann natürlich die Korruption und die Verschwendung viel, viel mehr wachsen durch die weite Entfernung von den Menschen, als jetzt auf der regionalen Ebene oder der kommunalen Ebene. Ja? Also die Kontrolle ist viel besser und deswegen gibt es weniger Korruption. Und ähnlich ist es auch mit den Subventionen. Die Subventionen können auf viel mehr Köpfe verteilt werden in der EU, auf 500 Millionen Bürger, sodass die Kosten für den Einzelnen kaum mehr fühlbar sind. Ja? Während die Subventionen auf kommunaler Ebene sehr sichtbar sind und spürbar sind und dann wird es auch da Widerstand geben. Und dann Bürokratie ähnlich. Bürokratie auf der kleinen Ebene gibt es mehr Kontrolle, wenn da das örtliche Tourismusbüro sagt, ja, unsere Leistungen sind so toll, wir brauchen eine Budgeterhöhung, die Vorteile, die wir der
dem Dorf bringen, sind viel vom mehr Tourismus, sind viel größer als die Kosten. Okay, da kann der Bürger, der es nachhören kann, sagen, okay, das ist völliger Quatsch, die kriegen nicht mehr mehr Budget, da sind wir dagegen. Aber in der EU sind die Bürger viel weiter weg. Wenn das European Institute for Gender Studies zum Beispiel sagt, wir brauchen eine Budgetverdopplung, weil der Service, die Leistungen, die wir der Gesellschaft bieten, viel höher sind als die Kosten. Ja, das ist ja viel schwerer abzuschätzen. Und das Problem ist, die meisten Leute werden noch nicht mal wissen, dass dieses Institut für Gender Studies existiert. Das heißt, die haben viel größeren Spielraum, sich da auszubreiten. Und die Bürokratie wächst deswegen. Ja, wobei Sie ja da erzählen, in Ihrem Buch, das passt dann jetzt einmal, dass Minderheiten eigentlich auch in den kleinen Einheiten viel besser aufgehoben sind als in Großstaaten. Großstaaten neigen viel mehr dazu, zur Diskriminierung von Minderheiten. Ja, weil die Minderheiten dann auch nicht so einfach leicht weg können. Weil die Kosten dann halt ziemlich groß ist, ziemlich groß sind. Und es ist schwierig, in so Großstaaten alle Interessen, die sehr heterogen sind, je größer der Staat ist, desto tendenziell heterogener sind die Interessen und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die alle unter einen Hut zu bringen. Je kleiner die Einheit ist, desto tendenziell homogener ist ja die Bevölkerung und desto homogener sind die Präferenzen, desto einfacher ist es auch, die unter einen Hut zu bringen. Desto einfacher können auch die Minderheiten, wenn es ihnen jetzt gar nicht gefällt, einfach in das Nachbardorf oder Nachbarregion abwandern. Jetzt nehmen wir mal an, ein gallisches Dorf würde sich in Deutschland finden und macht einfach nicht mehr mit, möchte seinen eigenen Staat gründen. Wäre das so einfach möglich? Würde das zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht der Völker das garantieren, dieses Recht, dass sie das machen könnten? Ich denke, dass das vom Grundgesetz her schwierig sein wird. Vom Völkerrecht her haben sie natürlich recht. Das Selbstbestimmungsrecht sollte das eigentlich gewährleisten. Aber gut, Verfassungsrechtler bin ich jetzt auch nicht. Da bin ich jetzt. Ja, aber Sie zitieren in Ihrem Buch zum Beispiel von Mises, Ludwig von Mises, der das ja zur Sprache bringt, dass das eigentlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker runtergebrochen werden müsste auf Gemeinden. Und tatsächlich ist es so, dass das Sezessionsrecht für Gemeinden in Staaten in Europa nicht wirklich vorgesehen ist, sondern eigentlich nur in Liechtenstein. Das ist ein Fürstentum. Ja, in der EU nicht. Da sieht man, wie unfrei die EU ist. Ne? Wenn man, eigentlich der gesunde Menschenverstand würde ja sagen, ja, warum nicht? Wenn die lieber alleine sein wollen oder einen eigenen Staat haben wollen, wenn das ihre Interessen sind, warum lässt man sie nicht selbst bestimmen? Aber ja, das ist nicht vorgesehen. Ne? Das ist einfach, das ist halt die Gefahr. Man will nicht einen weiteren Wettbewerber haben, man will nicht, dass noch mehr kommen. Die Politiker klammern sich eben wie immer an ihre Macht und wollen immer mehr Macht. Ja. Aber Sie gehen davon aus, dass kleine Einheiten ihren Charme haben. Zum Beispiel sind sie nicht wirklich kriegswillig und zetteln nicht wirklich Krieg an. Das machen Großstaaten. Und Großstaaten finden sich auch statistisch gesehen auf der Seite der Massenmörder. Kann man ja so sagen, oder? Ja. Es gibt da ein Buch von Rummels, der hat die Berechnung angestellt im 20. Jahrhundert, wie viele Menschen wurden von der eigenen Regierung, beziehungsweise von der Regierung, die gerade das Gebiet besetzt, in dem ich lebe, getötet. Und zwar nicht auf den Schlachtfeldern, sondern eben in Konzentrationslagern und so weiter, ne? Gehängt, erschossen und so weiter. Und da sind viel mehr Leute umgekommen als auf den Schlachtfeldern. Und ja, klar, die Großstaaten sind da ganz, ganz vorne dabei. Die Sowjetunion an erster Stelle, dann China, dann Nazi-Deutschland und so weiter. Das heißt, die größte Gefahr für das Leben der Bürger war im 20. Jahrhundert die Großstaaten.
Ja, ich kann das noch für unsere Zuhörer sagen. Das Buch heißt Death by Government und stammt von R.J. Rummel, einem US-amerikanischen Politikwissenschaftler. Dann ist es noch so, dass eigentlich auch gesagt werden kann, umso größer etwas ist, umso instabiler und fragiler wird es. Ja, weil da können Sie sich wohl vorstellen, dass große Staaten sind wie ein großer Tanker. Wenn man den zum Wenden bringen will, das dauert, der fährt erstmal noch ein ganzes Stück weiter. Kleine Einheiten sind natürlich dann auch durch die kürzere Verbindung und die Nähe zum Bürger sind viel schneller und können viel schneller, wenn sie sehen, dass etwas in die falsche Richtung läuft, dagegen steuern. Und sind viel wendiger und agiler als große Tanker und die Großstaaten, die sehr behäbige Bürokratien haben und Interessen auch da haben, die gegen Änderungen sprechen. In Ihrem Buch treten Sie auch für einen Wettbewerb ein im Bereich des Geldes. Das ist ja auf europäischer Ebene eigentlich ausgeschaltet, wenn nicht sogar auf Weltebene. Auf Weltebene haben wir es eigentlich beim Geld mit einer Monokultur zu tun. Warum würde denn aber Wettbewerb beim Geld guttun? Ja, wie bei allen anderen Dingen sind Monopole, staatliche Monopole, schlecht und beim Geld besonders, weil Geld halt besonders wichtig ist für das Funktionieren einer Marktwirtschaft. Und wir haben da überall staatliche Monopole, alles hängt letztlich auch vom Dollar ab. Zu große Umverteilungsströme führt Wettbewerb, bedeutet halt, dass die Leute sich die Währung aussuchen können, die am stabilsten sind, die am besten sind und nicht gefangen sind. Wie jetzt sind alle im Euro gefangen. Vor dem Euro konnte man sich noch aussuchen, ja, die D-Mark ist vielleicht besser als die Lire oder die Peseta. Heute haben alle eigentlich den Euro, also sozusagen eine Lira mit dem Mario Draghi bekommen, aber man hat jetzt nicht mehr die Wahl, eine Währung zu halten, die von deutschen Bundesbankern ausgegeben wird. Und je kleiner die Einheiten sind, desto größer ist halt auch der Druck, eine gute Währung anzubieten, beziehungsweise sich an einen Standard zu hängen, der stabil ist. Zum Beispiel, wenn die Nachbarregion Gold oder Silber hat, ja, das dann auch einzuführen. Oder wenn die Nachbarregion mit Bitcoin handelt und das funktioniert da gut, ja, dann ist der Druck ziemlich groß, das auch zu machen, weil sonst die Unternehmen und die Menschen dann abwandern, wenn ich eine inflationäre Papiergeldwährung bei mir jetzt habe. Ja, zum Teil ist das ja auch so, dass, ob ich möchte oder nicht, dadurch, dass ich eine Währung benutze, nehme ich ja auch an der Finanzierung von Kriegen teil. Kriege werden ja nicht durch Steuererhöhungen und Steuerabgaben im Wesentlichen finanziert, sondern durch Verschuldung, und die Verschuldung findet durch das Drucken von Geld statt. Genau. Das ist auch dann ein Grund, warum Kleinstaaten relativ friedlicher sind, weil sie halt stabilere Währung haben und haben müssen und nicht so inflationieren können und ihre Kriege finanzieren können wie die Großstaaten. Als der Erste Weltkrieg anfing, haben alle Staaten, sind ja aus dem Goldstandard raus, um dann eben ungehindert die Notenpresse anschmeißen zu können, um damit die Kriegskosten decken zu können und die Kosten des Krieges vor den Bürgern verstecken zu können. Hätten sie den Krieg durch Steuererhöhungen finanziert, dann wären die immensen Kosten des Krieges so schnell sichtbar geworden und die Bevölkerung wäre viel schneller kriegsmüder geworden und der Notenpressefinanzierung zu Dank konnten sie dann viel länger mit Millionen Toten mehr den Krieg weiterführen und die Kosten verstecken, die dann erst später mit der Hyperinflation dann sichtbar wurden. Als ein Vorbild in Ihrem Buch wird die Schweiz vorgestellt. Was ist an der Schweiz so sympathisch? Die Schweiz ist ein Kleinstaat, der friedlich ist, der sich aus den Angelegenheiten anderer heraushält, der keine Kriege am anderen Ende der Welt führt, die eine relativ stabile Währung haben, die auch noch bis vor kurzem an das Gold gebunden war, bis in die 90er Jahre, als der IWF dann forderte oder Druck machte, dass sie die Goldbindung auflösen. Und ja, sie sind offen, sie wollen Freihandel und haben relativ niedrige Steuern, sind relativ frei im Vergleich zu den Nachbarstaaten. Und ja, deswegen ist die Schweiz so attraktiv.
Wir sollten viel mehr Schweizer und Liechtensteins haben in Europa. Dann würde Europa erblühen. Ja, Sie sprechen ja auch davon, dass das Deutschland in Anführungszeichen Zeichen zu Goethes Zeiten Ihnen sehr sympathisch vorkommt. Ja klar, die Kleinstaaterei zu Goethes Zeiten ist mir viel sympathischer als jetzt Großdeutschland. Ja, ja, sicher. Hm? Ja, ja. Ich denke, dass 1871 die Reichsgründung war ein großer, großer Fehler. Ja. Wir hatten okay. diesen Wettbewerb zwischen den Kleinstaaten, den deutschen Kleinstaaten. Die kulturell erblühte alles, weil man versuchte, die besten Köpfe anzuziehen. Gleichzeitig war nicht alles konzentriert in einem Punkt. Es gab viele verschiedene kleine Regionen und Staaten, die neue Sachen ausprobierten, wo neue Sachen ausprobiert wurden, die entweder klappten, dann wurden sie nachgeahmt von anderen oder verworfen wurden. Und dann gab es viele Innovationen in allen Bereichen der Musik. Die Musik ist ja im 19. Jahrhundert, ja, die Großen sind alles Deutsche. Juden, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Wagner. Das, oder Philosophie auch vorne mit dabei. Leibniz, Hegel, Fichte, Schelling, Marx, Nietzsche, das ist auch Wissenschaft, das ist Ohm, Gauss, Koch, Hertz, Lilienthal, die Brüder Humboldt in Literatur, das gleiche, Goethe, Schiller, die Brüder Grimm, das ist alles kulturell höchste Blüte, die durch diese Kleinstaaterei zustande gekommen ist. Und dann geht es halt langsam bergab nach der Reichsgründung. Ne? Noch 1933 gibt es mehr deutsche Nobelpreisträger als Briten und Amerikaner zusammen. Ne? Ja, der von Ihnen erwähnte Nietzsche sagte zur Gründerzeit, Macht verdummt. Ich glaube, das kann man dann sehen ab der Reichsgründung bis mindestens mal 1945 und auch danach. Sie zitieren in Ihrem Buch jemanden, den man unter die großen Deutschen zählen könnte, des 20. Jahrhunderts auf dem wirtschaftlichen Sektor, nämlich Ludwig Erhard. Und der sagte, es wäre aus meiner Sicht wenig glücklich, wenn wir die Welt wieder in sogenannte Großräume aufspalten wollten, die in sich selbst Genüge zu finden versuchten. Das würde die Spannungen selbst innerhalb der freien Welt noch verstärken. Eine Vielzahl von Nationalstaaten mag im Widerstreit der Interessen zu Reibungen, zu Spannungen und, wie wir erfahren haben, selbst zu kriegerischen Verwicklungen führen. Aber je mehr größere wirtschaftliche und politische Räume mit Machtanspruch auftreten, umso gefährlicher werden zwangsläufig die Gegensätze, wenn auch nicht von Anfang an der Wille zur Verständigung, zur Versöhnung und Zusammenarbeit lebendig ist. Das läuft ja dann unter anderem auch darauf hinaus, dass es große Machtblöcke gibt und davon dann nicht viele, sondern ziemlich wenig. Genau, und dann kommt es zu Spannung zwischen denen, es gibt Konkurrenz zwischen denen und das ist dann das Gefährliche. Ne? Die Großmächte, die kommen dann, geraten dann aneinander. Genau wie dann Deutschland nach der Reichsgründung. Man wollte Kolonien haben, man wollte seinen Status haben, man wollte das Gewicht einnehmen, was einer Nation zukommt. Genauso wie heute. Die Argumente für die Reichsgründung sind die gleichen wie heute für den EU-Staat. Ne? Nur zusammen sind wir stark, wir müssen genug Gewicht auf die Waage bringen, um die europäischen Interessen durchzusetzen. Damals war es halt die Deutschen. Und ja. Dann diese Großstaaten sind dann immer ja, in Konflikten mit anderen, kommen in Konflikten mit anderen Großstaaten und wollen dann auch sich dann durchsetzen und dann wird es meistens unschön. Das, jetzt könnte man dann auch sagen, wenn man dem Wort jetzt könnte man auch sagen, wenn man davon spricht, dass oder sich dafür ausspricht, für eine Vielzahl von Nationalstaaten in Europa, dass das eine gewisse Art von Nationalismus ist, aber im Grunde genommen eine andere als die, die wir immer so vernehmen. Man kann ja auch zwischen den Nationalstaaten zusammenarbeiten. Dazu braucht man ja keinen Superstaat. Und es ist auch nicht so, wenn Sie vom Wettbewerb sprechen, dass das Kooperation ausschließt.
Genau. Man kann kooperieren. Man sollte sogar für die Verteidigung kooperieren, weil wenn es noch Großstaaten gibt, dann sind die tendenziell aggressiver. Und dann muss man natürlich zur Verteidigung, die Kleinstaaten müssen dann auch kooperieren. Aber die nochmal zu den Nationalstaaten. Wir wollen halt noch kleiner als Nationalstaaten. Ne? Wir wollen eigentlich ein unabhängiges Bayern oder ein Baden oder Württemberg oder Westfalen oder unabhängige wie die Hansestädte. Ja, warum nicht? Warum nicht eine unabhängige Hansestadt Lübeck? Ja? Ja. Warum sollte das nicht funktionieren? Warum sollte das nicht erblühen, dann Lübeck? Sie sprechen auch über das Private Cities Konzept. Können Sie das kurz vorstellen? Ja, das Private Cities Konzept ist, dass eine Stadt privat, vollkommen privat organisiert wird. Und oft ist das vorgesehen, dass dort, wo es gerade in die Wirtschaft etwas brach liegt, dass man da dann sagt, okay, jetzt machen wir da eine Private City, da geben wir der City, da geben wir alle Kompetenzen, die ist privat und kann alles privat organisieren. Und das Konzept, das wird auch, glaube ich, schon erprobt an einigen Stellen der Welt, oder es gibt da Projekte, so Private Cities zu errichten, und das ist ganz spannend, und das könnte man natürlich auch in Europa machen. Eine Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie würden das denn diese kleinen Einheiten schaffen mit der Einwanderung, den Flüchtlingen, die kommen, schaffen? Sie sagen ja, wir schaffen das alleine. Ja, die kleinen Staaten haben, da sie näher am Bürger dran sind, haben sie ein größeres Interesse, die Einwanderung auch zu steuern, und zwar zum Vorteil der Bevölkerung. Das heißt, vor allen Dingen Leute anzuziehen, die im Land gebraucht werden, das heißt Fachkräfte und so weiter, und keine unkontrollierte Einwanderung zuzulassen, weil wenn sie das zulassen würden, dann würde sich das kleine Land dann schnell entleeren. Und der einen Vorteil ist auch noch, sehen Sie, wenn da ungewollte Einwanderung stattfindet, wer stoppt die denn, wenn man die nicht möchte? Ja, die kleinen Einheiten, die haben halt auch tendenziell halt niedrige Steuern und eine festere Währung. Das heißt auch einen kleinen oder gar nicht verhandelten Wohlfahrtsstaat. Das heißt, die Wohlfahrtsmigration, die existiert da so nicht wie in Großstaaten, wo halt dann Flüchtlinge kommen, um da auf Kosten des Staates zu leben, ne? Die Flüchtlinge wollen ja auch nach Deutschland und jetzt nicht zum Beispiel nach Spanien, weil in Deutschland einfach die Leistungen, die staatlichen Leistungen für sie höher sind. Wenn man jetzt einen kleinen Staat hat und gar keine Leistungen für Flüchtlinge anbietet oder Wirtschaftsmigranten anbietet, ja, dann werden die auch nicht kommen. Ne? Die müssen ja auch irgendwo schlafen. Ne? Dann müssen sie sich ein Hotel bezahlen, und dann irgendwann können sie sich das nicht mehr bezahlen. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass es eine Arbeitsimmigration gibt in Europa, zum Beispiel von Spanien auch nach Deutschland, also zum Beispiel in Pflegeberufen. Ja, die werden ja aber auch gebraucht, ne, in der Pflege. Hm. Das heißt, die Spanier, die ziehen nicht nach Deutschland, um Hartz IV zu beziehen. Da haben sie auch erstmal kein Anrecht, wenn sie nicht gearbeitet haben, haben sie gar kein Anrecht drauf, sondern weil es da Nachfrage nach ihnen gibt. Ja? Jemand möchte gepflegt werden und dann kommt der Spanier und pflegt ihn halt. Ja, aber vor allen Dingen hat es doch damit zu tun, dass die Lage in Spanien selber nicht gut ist und das aufgrund der Probleme, die man dort hat. Das stimmt. Die meisten würden wahrscheinlich lieber in Spanien bleiben, aber weil hier die Sache nicht so gut war, es wird jetzt langsam besser, aber ziemlich schlecht war am Arbeitsmarkt, deswegen sind die ausgewandert, das stimmt. Ja, aber gehen wir davon aus, dass die Leute, die jetzt hier hinkommen, zum Beispiel aus dem Irak, auch vielleicht gerne dort bleiben würden und dass da halt alles kaputt ist und dass das gar nicht mal so gesagt werden kann, dass der große Preis, den es hier zu holen gibt, Hartz IV ist. Mhm. Ich meine, wer hat das denn vor allen Dingen auch zu verantworten? Ich. Doch nicht die Iraker selber. Ja,
Ja, ist klar, es sind auch Kriege, die dann von Großstaaten geführt wurden, ne? Von USA, die. Ja, unter anderem auch von Spanien. Die Okay, waren Spanien. mit in der Koalition der Willigen. Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Aznar hat da mitgemacht, ne? Aber was ja interessant wäre, wäre, wenn ja auch mal Verantwortung getragen wird für so etwas. Zum Beispiel, dass dafür bezahlt werden würde. Das würde ja bedeuten, dass es so etwas gibt wie eine Rechenschaftspflicht. Das wäre in kleinen Einheiten wiederum eher durchzusetzen, oder? Also natürlich machen jetzt nicht Kriege, aber wenn da Unrecht geschieht und da zum Beispiel dann Geld veruntreut wird, so etwas, das wäre viel eher dann wieder gerade zu biegen. Ja, da stimme ich Ihnen voll zu. Das kann man besser in kleinen Einheiten machen und nicht in Riesenstaaten. Da sind ist diese Kaste, diese Politkaste ist so auch abgeschlossen und abgesichert, da kommt man nicht ran. Ja, also da hätte man auch dann keinen Volksvertreter, sondern tatsächlich einen Bürgervertreter, wenn man, also auf dieser kleinen Ebene. Ja, je kleiner, desto näher sind Sie dann am Bürger. Ja, vollkommen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Gespräch und ich sage nochmal, welches Buch wir besprochen haben, nämlich Wir schaffen das alleine, warum kleine Staaten einfach besser sind, erschienen im Finanzbuchverlag in München, geschrieben von Andreas Marquardt und Philipp Bargus. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen, Herr Schall. Hat Spaß gemacht. Super.